Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer weiteren FIFA 35 Würfelwaft Challenge auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich leg direkt los, Leute. Das ist der schnellste, das ist der Blitzstart. Ein Blitzstart. Ich glaube, so schnell sind wir noch nie in eine Würfelwaft Challenge reingestartet, oder? Würfel hat gesagt, bitte wähle Spieler Nummer 3 aus Pexel United. Mach ich natürlich. Wer ist Nummer 3? 1, 2, 3. Juan Bernat, okay. Okay. Juan Bernat, finde ich, ist ein guter Spieler. Thibaut Courtois, Pedro und Kingsley Coman. Let's go. Wurf Nummer 2 ist eine 1. Das ist eine 1. Das ist eine 1. Alaba. Stelle ich ins zentrale Mittelfeld. Weil ich habe ja schon Linksverteidiger Juan Bernat. Und ich bin mit beiden Spielern, die ich jetzt hier erwürfelt habe, Captain Jack Sparrow hier an dieser Stelle, Edinson Cavani, bin ich zufrieden. Alaba und Juan Bernat. Die 4. 1, 2, 3. Ja. Kann man mal machen. Lionel Messi. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein richtig heftiges Team. Das war die 4, Leute. Ihr habt es jetzt bloß nicht gesehen, weil die Kamera hier so da vor mir steht und der Würfel hat sich halt aus dem Bild gerollt. 3, 4, Kimbembe. Ja, geht besser, geht aber auch deutlich schlechter. Ey, wieder. Ich schieb ihn rein, das ist eine 3. Das ist eine Nummer 3. Pulisic, Salah, De Siglio. Rechtsverteidiger erstmal. Kanté, Alter, das sind so heftige Spieler dabei, ne? Am Ende ist es ganz, ganz wichtig, eine 6 zu würfeln. Ganz, ganz wichtig. Wieder eine 3. Weil diese Spieler hier, die sind abnormal, die ich hier gerade bekomme. Toni Kroos, Marcos Llorente. Thomas, Leroy Sané. Ey, glaubt, Leute, das ist brutal. Brutal, 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 brutal. Das muss gut weitergehen, bitte. Bitte, 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 Topmaster. Oh, Bernardo Silva, okay, rechter Flügel. Mendy. Hier noch. Aua. Marcus Rocha und Perisic. 4 Booster haben wir noch. Nummer 3. Foden, Gomez und Fabinho. Ja, ich muss Fabinho erstmal ins zentraloffensive Mittelfeld stellen und dann tausche ich den mit Llorente und Llorente kommt dann raus. Das ist mein Masterplan, den ich aktuell im Köpfchen habe. Bale war auch dabei, also wir haben so viele Offensivspieler auszuwählen, also wir können so viele auswählen. Mendes, Smalling und ich bekomme Dries Mertens. Wo soll ich denn den noch hinstellen? Erstmal in den linken Flügel. Neymar. Marcelo, Leute, ich werde so strugglen am Ende, ne? Ich hoffe, ich würfel eine 6. Okay, oh, das ist hier eine Dreierkarte. Das heißt, ich kann mir einen Spieler aussuchen. Sadio Mané, Matic, Maximovic, De Ligt. Ja, ich nehme De Ligt mit, ist Innenverteidiger. Deswegen passt das auf jeden Fall. Letztes Pack, wir brauchen noch einen Keeper. Habe ich überhaupt einen Keeper gezogen in allen Packs? Bin mir gerade nicht sicher. 2, 3. Stefan de Vrij steht erstmal bei uns im Kasten. Habe ich überhaupt einen Keeper? Und Gomez. Ich weiß es nicht. Leute, ich muss mal ganz kurz nachgucken hier, ne? Habe ich einen Keeper gezogen? Ich glaube sogar. Ne, ich habe, glaube ich, keinen Keeper gezogen. Ach doch, Noah, hatte ich Courtois? Oder? Ich weiß es nicht. Ulreich hatte ich auf jeden Fall. Okay, einen Keeper muss ich ja sowieso auswechseln. Alisson, okay. Alles easy. Alles tutti frutti. Das ist jetzt der Wurf, der aussagt, wie oft darf ich hin und her tauschen? 3-mal. Ich tausche Alaba als Rechtsverteidiger. Ich tausche Fabinho gegen Llorente. Und das war's erstmal. Ne, ich tausche noch Mertens gegen Llorente nochmal. So laut mache ich das. So, 3-mal habe ich getauscht. Wie oft darf ich Position austauschen? Komplett. Bitte eine 6. Eine 4. Sehr gut. Ich tausche auf jeden Fall Torhüter. Das ist aber mein erster Tausch hier. Alisson, ganz klar, den hatte ich ja gehabt. Dann. Ich brauche auf jeden Fall hier für De Siglio und für Llorente.
Also einen zentralen Mittelfeldspieler, da weiß ich schon wen. Nicht Modric. Mané könnte man im linken Flügel machen, aber ich glaube, ich nehme da eher Neymar. Und den zentralen Mittelfeldspieler, den hatte ich doch auch hier irgendwo. Spielt bei den Blues. Oh, Sané könnte man rein theoretisch auch machen, ne? Oh, ich weiß, wie ich es mache, Leute. Da habe ich Bock drauf. Ich mach's. Leute, ich habe meine drei Spieler. Ich habe meine drei Spieler. Ich tausche Kanté, Lorente, Tschüssikowski und Bernardo Silva auch Tschüssikowski. Kanté ins Mittelfeld. Messi vorne drin. Neymar über links, Sané über rechts, Leute. Was ist das für eine Offensive, ne? Bewerte das Team von 0 bis 10 Punkten unten in den Kommentaren. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder riesigen Spaß gemacht. Mit dem Würfel ist es einfach immer geil. Ich bedanke mich. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.